Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und in diesem Video wird es mal nicht so wirklich um die Eternals gehen, sondern um einen anderen Charakter, der im kommenden Film auftauchen wird, der aber eben kein Eternal ist. Die Rede ist hier tatsächlich von Kit Harington's Dane Whitman, der auch besser bekannt ist als Black Knight. Was der alles so kann, woher der kommt und warum der eine interessante neue Richtung für Marvel eingehen könnte, das will ich in diesem Video mal erläutern. Aber bevor ich jetzt loslege, habe ich noch eine Frage an euch, und zwar, was das nächste Marvel bzw. Eternals Video werden soll. Ich habe mal so drei Sachen zur Auswahl. Ich könnte zum einen ein Video machen zu den Deviants, den fiesen Erzfeinden der Eternals. Dann gibt es einen sehr interessanten Story-Leak, von dem ich einige Sachen wirklich sehr plausibel finde, von dem ich aber andere Sachen auch überhaupt nicht plausibel finde. Auf den könnte ich mal näher eingehen. Und als drittes Thema hätte ich da noch was. Da könnten wir mal in den Marvel-Kosmos schauen und gucken, was es dort noch so für andere Wesen neben den übermächtigen Celestials so gibt. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches dieser Themen ich als nächstes bearbeiten soll. Aber legen wir jetzt mal los mit Black Knight. Das geht natürlich nicht ohne einige Spoiler, vor allem was die Comics angeht. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Thank you for this. Oh, you're welcome. Bevor wir uns allerdings Dane Whitman widmen, müssen wir mal einen Blick in die Vergangenheit schauen. Denn Whitman wird erst zu Black Knight durch einen seiner Vorfahren. Und der lässt sich tatsächlich zurückführen bis zu Zeit von König Arthur in Camelot. Dort lernen wir nämlich den jungen Percival kennen, den der Zauberer Merlin, und ja, den gibt es hier tatsächlich wirklich, unter seine Fittiche nimmt. Merlin sagt nämlich schon den Eltern von Percival, ihr müsst den Jungen zum Ritter ausbilden. Der muss kämpfen können, der muss wissen, was es bedeutet, ein Ritter zu sein. Denn Merlin hat da schon eine Ahnung, was er mit Percival noch anstellen will. Und als Percivals Eltern dann sterben, kehrt der Junge zurück an den Hof von König Arthur und wird quasi zum Agenten von Merlin, um die Sicherheit Camelots und auch des Königs zu sichern. Dafür gibt er sich als Percival of Scandia aus, und das ist hier eher so eine Art Kunstfigur, die sich Percival selbst erschafft, der überhaupt nichts kann, der ziemlich dumm ist, ziemlich einfältig ist, auch überhaupt nicht richtig kämpfen kann, und gleichzeitig wird er dann aber auch zu seinem alter Ego Black Knight, einem strahlenden Ritter, der wirklich für Recht und Ordnung sorgt, und als Black Knight schafft er es tatsächlich auch, einen Mordanschlag auf den König zu verhindern. Dessen Sohn Mordred und Morgana Le Fay wollten Arthur umbringen, aber Black Knight schreitet ein und rettet den König. Der zeigt sich danach auch erkenntlich und schlägt den Black Knight zum Ritter der Tafelrunde, und so wächst quasi der erste große Superheld zu Ritterzeiten an. Nach diesem veränderten Mordanschlag lässt Merlin Percival eine magische Waffe auswählen. Merlin hat verschiedene zur Auswahl und Percival wählt das Ebony Blade. Das wurde von Merlin geschmiedet aus dem Stahl eines Meteoriten, und das erinnert mich tatsächlich immer so ein bisschen an Sokka aus Avatar, der Herr der Elemente, der ja quasi genau das gleiche macht und sich auch ein Schwert aus einem Meteoriten schmiedet. Das Ebony Blade ist tatsächlich was ganz Besonderes, denn es kann, um seinen Träger zu schützen, durch jedes Material, egal welcher Art, schneiden, und es kann sogar Magie abwehren. Allerdings hat der Träger des Ebony Blades ein Problem. Ebony Blade ist verflucht. Je länger jemand das Schwert trägt, desto wahnsinniger wird er, desto gewalttätiger wird er und desto mehr steigert sich auch seine Lust nach Gewalt, Blut und Brutalität und auch Tod. Aber das ist für Percival noch gar kein so großes Problem. Er erlebt wahnsinnig viele Abenteuer. Er reist sogar einmal in die Gegenwart durch einen Zauber von Morgana, die ihn eigentlich loswerden will. Dort landet er in der Irrenanstalt, weil er halt erzählt, er ist ein Ritter aus der Zeit von König Arthur. Das ist natürlich etwas, was man heutzutage nicht wirklich sagen und dann auch noch ernst meinen sollte. Auf jeden Fall erlebt Percival sehr viele Abenteuer. Am Ende wird Percival aber vom Sohn Arthurs, Mordred, hinterrücks ermordet. Seine Seele lebt aber dennoch weiter, immer auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger des Black Knights. Und da kommt dann ein neuer Nachfahre von Percival ins Spiel, nämlich Nathan Garrett. Nathan ist ein erfolgreicher Wissenschaftler und Professor in Oxford, der tatsächlich das Schloss von Percival erbt und dort dann auch den Geist von Percival selbst trifft. Der will sein Nachfahren natürlich zum nächsten Black Knight machen. Das Problem ist aber tatsächlich, dass Nathan nicht würdig ist, das Ebony Blade zu tragen. Deswegen kann er auch nicht der Black Knight werden und Percival muss quasi weitersuchen. Weil Nathan nicht zum Black Knight werden kann, verschwindet er dann in die USA, wo er tatsächlich auch mit Hank Pym aneinander gerät, der ihm seine
Geheimnisse um das PIM-Particle nicht verraten will. Gleichzeitig stellt sich dann auch heraus, dass Nathan in Wirklichkeit ein Spion für die Kommunisten gewesen ist. Als das dann auffliegt, muss er natürlich das Land verlassen und versteckt sich in Europa. Hier kocht dann diese Idee in ihm auf, trotzdem irgendwie der Black Knight werden zu wollen. Er wird dann inspiriert von verschiedenen Statuen und Ritterrüstungen und natürlich von seiner Begegnung mit dem Black Knight von damals und schafft sich einfach seine eigene Persona Black Knight. Dazu benutzt er auch Wissenschaft, er fertigt sich hochmoderne Waffen an und eine Rüstung an, die natürlich trotzdem irgendwo an den Black Knight erinnert. Gleichzeitig schafft er sich auch ein geflügeltes Pferd, denn das ist auch seine wissenschaftliche Expertise, dass er mit Genmutationen arbeiten kann. Und dieses geflügelte Pferd nennt er dann, weil er offensichtlich zu viel Tolkien gelesen hat, Elendil. Mit diesem geflügelten Pferd und der neuen Persona als Black Knight wird Nathan tatsächlich zu einem Superschurken. Der schließt sich dann der Superschurkengruppe Masters of Evil an und die könnten wieder ganz interessant werden, denn die erste Gruppe der Masters wurde tatsächlich von Baron Heinrich Simo gegründet. Später in den Comics führt diese Gruppe auch mal Ultron an und danach werden sie dann auch geleitet von Helmut Simo und den kennen wir ja auch schon aus Falcon and the Winter Soldier. Also die Möglichkeiten, diese Masters of Evil Richtung einzuschlagen, gäbe es für Marvel jetzt mittlerweile dann auch. Mit dieser Gruppe kämpft Nathan dann als Black Knight immer wieder gegen die Avengers und gegen andere Superhelden und stirbt dann auch bei einem dieser Kämpfe. Bevor er aber wirklich seinen Tod findet, kann er noch seinen Neffen Dane Whitman rufen und da haben wir jetzt Dane Whitman wieder und erklärt diesem, was er eigentlich getan hat. Er bereut seine Taten wirklich sehr, weil er eben das Erbe seines berühmten Rittervorfahren beschmutzt hat und er vererbt schließlich Dane Whitman das Schloss von Percival auf Skandia. Tja, und damit kommen wir jetzt mal zu dem aktuellen Black Knight Dane Whitman, den wir ja jetzt wahrscheinlich auch in Eternal zu sehen bekommen werden. Einmal im Trailer haben wir ihn kurz gesehen und hey, Kit Harington kennt sich ja dank seiner Zeit bei Game of Thrones als Jon Snow bestens mit Schwertern aus. Also er ist eigentlich wirklich die perfekte Wahl für diesen Dane Whitman. You know nothing, Jon Snow. Und das findet in den Comics auch Percival, der Dane tatsächlich zum neuen Black Knight erklärt. Er kann auch Ebony Blade tragen und dadurch kann er wirklich zum neuen Kämpfer für Recht und Ordnung werden. Das Problem ist natürlich, dass der eigentliche Black Knight jetzt als Superschurke bekannt geworden ist. Deswegen geht Dane einen riskanten Plan ein. Er verkleidet sich als Black Knight, infiltriert die Masters of Evil in der Hoffnung, diese von innen zu zerstören. Das Problem ist aber auch, dass immer wenn er auf die Avengers trifft, die ihm nicht glauben, dass er jetzt zu den Guten gehört. Das kann er erst beweisen, als er gegen Kang, den Eroberer, kämpft und diesen auch besiegen kann. Und hier haben wir auch wieder eine Erwähnung, die jetzt natürlich fürs MCU besonders wichtig sein könnte. Kang, der Eroberer, wird in Ant-Man 3 auftauchen. Möglicherweise werden wir ihn jetzt auch schon in Loki sehen. Das spielt ja auch sehr viel mit Zeitreisen und alternativen Realitäten. Wer weiß, vielleicht wird Kang, der Eroberer, auch wirklich noch für die weiteren Phasen von Marvel von Bedeutung werden. Nachdem er auf jeden Fall gegen Kang gekämpft hat, wird Dane Whitman als Black Knight von den Avengers anerkannt und kann auch mit denen dann kämpfen. Um das auch gut machen zu können, muss er natürlich auch mit seinem Schwert klarkommen und ich hatte ja schon erwähnt, Ebony Blade ist eigentlich verflucht. Tatsächlich gelingt es Dane Whitman, diesen Fluch zu brechen, indem er die Seele seines Vorfahren Percival in das Schwert irgendwie einschließen kann. Interessanterweise ist man in den Comics auch ganz andere Richtungen gegangen. In späteren Verläufen der Comic Reihe zu Black Knight schafft er sich auch ein eigenes Schwert, was so ein bisschen aussieht wie so ein Laserschwert. Ich meine, jetzt wo Star Wars auch zu Disney gehört, kann man sowas natürlich machen, aber ich weiß nicht, wie merkwürdig das vielleicht am Ende aussieht, wenn so ein Rittertyp mit einem Laserschwert durch die Gegend läuft, aber hey, bei Marvel ist alles möglich. Ja, Black Knight hat viel für sich gekämpft, hat viel mit den Avengers gekämpft und hier kommt jetzt auch tatsächlich die Verbindung zu den Eternals, die wir auch schon im Trailer angedeutet sehen. In den Comics ist Dane Whitman in ein sehr kompliziertes Liebesdreieck verstrickt. Zum einen liebt er Cersei von den Eternals, was wir auch offensichtlich kurz hier im Trailer sehen, dass die beiden möglicherweise auch im Film ein Paar sein könnten. Und er liebt aber gleichzeitig auch noch eine junge Dame der Inhumans. Irgendwann entscheidet er sich doch mehr für Cersei.
Die hat dann aber wiederum das Problem, dass sie auf einmal ein sehr merkwürdiges Verhalten an den Tag legt. Sie wirkt wie wahnsinnig. Sie tötet auch wahllos Menschen, verletzt Menschen, die sie eigentlich liebt und schätzt. Und kein Mensch kann sich so wirklich erklären, warum diese Eternal jetzt auf einmal so reagiert. Mit der Hilfe von Icarus will Dane nun versuchen, Cersei zu retten. Dabei vollführt Icarus einen Prozess, der sich Gan-Yosin nennt. Auf jeden Fall ist das ein Prozess, wo zwei verschiedene Personen mental miteinander verbunden werden. Somit soll quasi Dane Cersei irgendwie durch seine mentale Stärke helfen, aus diesem Wahnsinn zu entkommen. Später stellt sich dann heraus, dass eine gewisse Person namens Proctor für den Wahnsinn von Cersei verantwortlich gewesen ist. Und hier wird es dann wieder Multiverse merkwürdig, weil Proctor ist eine alternative Version von Dane Whitman bzw. dem Black Knight aus einer anderen Realität. Und das ist natürlich auch wieder ein gutes Thema, was hier jetzt gerade bei Marvel so richtig schön losgelöst worden ist. Das haben wir jetzt in Loki, das werden wir in Doctor Strange 2 haben, das werden wir in Ant-Man haben und wo nicht noch alles. Und auch der Black Knight bleibt nicht verschont von solchen Multiverse-Geschichten. Gleichzeitig stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie stark wird dieser Charakter im kommenden Eternals-Film ausgebaut werden? Und ich glaube ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Denn wir sehen ja, er hat eine ziemlich illustre und faszinierende Geschichte, die uns ja wirklich an den Hof von König Arthur in Camelot bringt, die ja wirklich Generationen überschreitet. Das ist eigentlich Stoff für einen Solo-Film. Und wenn man das jetzt hier in diesen Film auch noch mit einbauen würde, wo wir schon 10 Eternals haben, wo wir vielleicht noch die Deviants einführen müssen, wo wir noch die Celestials erklären müssen, ich glaube, das wird dann einfach echt zu viel. Ich kann mir vorstellen, dass wir Dane Whitman im kommenden Eternals-Film wirklich nur als Dane Whitman kennenlernen werden, der vielleicht schon eine Beziehung zu Cersei hat und die von ihm vielleicht noch nicht mal weiß, dass er tatsächlich irgendwie diese tollen Fähigkeiten hat. Vielleicht wird er es selbst noch gar nicht wissen. Ich kann mir vorstellen, dass wir seine wahre Identität wirklich erst in einer Post-Credit-Scene angeteasert bekommen, in der er dann vielleicht das Schwert Ebony Blade in die Hand bekommt und irgendeine Stimme aus dem Off hört, die dann Percival of Scandia sein soll, die ihm verrät, du bist eigentlich ein würdiger Kämpfer für das Recht, du bist der Black Knight, und dann haben wir den Cut und die Hoffnung, dass wir dann vielleicht einen Black Knight-Solo-Film mit Kit Harington in der Hauptrolle bekommen, denn wie cool wäre es bitte mal, einen richtigen Ritterfilm bei Marvel zu haben, der Vergangenheit und Moderne miteinander vermischt und dem Charakter Black Knight wirklich die Geschichte gibt, die er verdient hat, denn ihn einfach nur in diesen Eternals-Film zu hauen, so, das wäre einfach viel zu viel. Aber jetzt seid wie immer ihr gefragt, wie steht ihr zu Dane Whitman, wie steht ihr zu dem Black Knight, was haltet ihr von der Figur? Würde euch ein Solo-Film zu dieser Figur interessieren? Glaubt ihr, wir werden schon mehr von ihm in Eternals sehen? Schreibt mir das in die Kommentare und ja, für mehr zu Marvel schaut einfach mal in diese Playlist.